Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben Euneas befreit. Wir sind jetzt schon wieder zurück auf Naxos. Wir machen uns jetzt mal direkt auf den Weg zum Symposium, um uns da mit unserer Mutter zu unterhalten. Und dann werden wir auch sehen, wie es weitergeht. Dann flitzen wir da schnell hin. Sind nur noch ein paar Meter. Jo, gut. Hier wieder der komplizierte Weg. Wie man es gewohnt ist von mir. Hier haben wir einen Schmied, den werden wir später nochmal aufsuchen. Hier nochmal ein bisschen an Equipment nachziehen, denn wir haben noch einige Teile, die eine sehr niedrige Stufe haben. Und die möchte ich so bald wie möglich verbessert haben. Aber ich denke, ich werde da wieder mal einen Nachmittag mit Farmen verbringen müssen. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Kassandra, fass dich der Stimmung an. Jo, wir spielen mit. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Und was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Jo, natürlich. Dann ziehen wir los. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Auf geht's. Zeusbucht. Höhle unter dem Berg Zars. So, schätze ich mal, das wird einer von den beiden sein. Aber wir gehen noch hier vorbei. Da oben müssen wir hin. Gut. Dann gleich mal los. Denn auch wenn so ein Synchronpunkt mitten in der Pampas für sinnlos erscheint, für spätere Touren, die zum Beispiel das weitere Entdecken der griechischen Welt beinhalten oder auch verschiedene Kultisten noch zu jagen, beziehungsweise noch letzte Orte zu entdecken, die noch unentdeckt sind, da ist es oft sehr nützlich, wenn man wirklich einen mitten in der Pampa hat. Somit kommt man schneller hin. Darum einfach mitnehmen, falls man irgendwann nochmal in die Bucht des Zeus zurückkehren sollten müsste. So, du bist in der Nähe deines Ziels. Ein Höhleneingang. Gut. Da sind sie drin. Wunderbar, wir haben den Höhleneingang gefunden. So. Ganz oben noch ein Olivenbäumchen. Oh. Sehr schön.
Immer wieder ein Genuss, das zu sehen. Einfach herrlich. Eine wirklich hammer Aussicht. So, Schnellreise freigeschaltet. Wunderbar. So, da war der Höhleneingang. Jeder andere Mensch würde sterben bei den Sprüngen. So, jetzt möchte ich aber erst wissen, was da drin abgeht. Das wird wahrscheinlich schon da hinten dazugehören. Jo, sonst zeigt es mir hier nichts an. So, die Höhle ist hier, logisch. Wie soll es auch anders sein? So, dann räumen wir mal die Jungs mal aus dem Weg. Zwei Schätze, ein Rätsel. Ich mache mich unsichtbar. So, jetzt. So, jetzt buggen die da alle rum, oder wie? Schlag jetzt zu! Besser als gedacht. Den haben wir auch geplündert, ja. Hier gibt's noch ein Rätsel. Hier scheint es auch schon wieder rauszugehen. Aber wir gehen da hinten noch weiter. Ich denke, das Rätsel wird dort zu finden sein. So, da haben wir das Rätsel, den Schatz. Rache,
wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Gut, haben wir das hier auch abgeschlossen. Wunderbar. Gucken wir mal wieder raus hier. Einen neuen Bogen, wie geil. Oh, und ich glaube, der sieht schön aus. Mal sehen, wie sexy der ist. So, jetzt erst einmal raus hier. Man sagt, Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Sagt man. Hä? Bin ich jetzt falsch abgebogen, oder? Oh, wir laufen einfach mal weiter. Ich denke, irgendwo wird es schon mal wieder rausgehen. Aber ein riesiges Höhlensystem. Wahnsinn. Mal ein guter Ort zu farmen, aber ich will jetzt hier nicht wirklich alles mitnehmen. Das wäre schade um die Spielzeit. Wenn das gerade irgendwie gut greifbar ist, dann nehmen wir es natürlich mit. Und ansonsten bleibt es halt, wo es ist. Denn ich mache, wie gesagt, zwischendurch immer wieder mal meine Farmrunden. Da gönne ich mir mal 2 Stunden ein paar Höhlen. Und jo, da kommt schon gut was zusammen. Unser Pferdchen. Na los! Ja, erstmal alle über den Haufen reiten. Wunderbar. So muss das. Wieder da hoch, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal an den Fuß des Gebäudes. So gut wir hinkommen natürlich. Ist hier immer ein bisschen schwierig. So, den Schmied habe ich auch schon wieder vergessen. Der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta hat sich sehr verändert. Korruption ist heute überall, so wie Aspasia sagte. Selbst in Sparta. Sie wollen Disziplin in die griechische Welt bringen und verrotten von innen. Sie kämpfen gegen den falschen Feind. Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach, ja, dann komme ich mit. Gut. Kultistenangriff auf Naxos. Ein weiterer Hinweis. Ein Level-Up hat es auch gegeben. Schön. Den können wir schon aufdecken lassen. Der befindet sich auf Paros. Wir reißen eure Statue nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien.
Das werden wir noch sehen, mein Freund. Hier ein weiterer Hinweis. Da dauert es noch ein bisschen. Fähigkeitspunkt. Wir nehmen den hier. So, nochmal zurück. Eine Quest. Sprich mit Myrine. Gut, das machen wir dann gleich. Und hier haben wir natürlich auch wieder ein bisschen... Ah, den Bogen, genau. Den Bogen wollte ich noch sehen. Das hier, ui. Der sieht sexy aus. Der ist richtig heiß. Den behalten wir. Den können wir noch gravieren. Machen wir auf jeden Fall. Was? Einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Ja, wie geil ist das denn? Was für ein geiler Bogen. Krass. Geiles Stück. So, hier war noch das Rätsel. Wir gehen direkt mal zum Schmied. Obwohl. Worum geht es? Schiffhaus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht sein Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Jo, dann müssen wir wohl ein paar Schiffe zerstören. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Ja, einfach wird's nicht. Ich sehe keinen anderen Weg. Das will ich jetzt nicht behaupten. Zum Glück habe ich die beste Mannschaft in der Ägäis. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Mach ich, Mama. Keine Sorge. Nochmal Hinweis entdeckt. Ah, das ist noch von vorhin. Aber wir gehen hier noch ins Inventar. Hier alles raushauen. Den Bogen. Den Raubtierschuss. Jo. Verbessern. Das Schwert wäre mal bitter notwendig. Und dann auch schon die Stiefel. Aber jetzt erstmal hier. Die gehen sich nicht mehr aus, oder? Nee. Geht sich sonst was aus? Das würde sich rausgehen. Es braucht auch ganz andere Materialien. Den nehmen wir mal mit. Was man hat, hat man. Jo, gut. Und hier noch ein bisschen was verkaufen. Auf bald dann. Wunderbar. Ab zum Schiff. Wo ist unser Schiff? Da unten. Doch noch ein paar Meter. Dann werden wir uns mal hier um die drei Schiffe kümmern. Mal sehen, wie gut das klappen wird. Ich habe da noch so meine Bedenken. Ah, vielleicht beim Schiff noch schnell was ausbauen. Da
Das geht. Das geht. Mitnehmen, was wir mitnehmen können. Jo, das war's. Aber ein bisschen was hat's noch gebracht. Jetzt muss man wirklich, oder beziehungsweise jetzt muss ich wirklich farmen gehen. Sagen in die Kleinen, da scheppern wir gleich mal volle Möhre rein. Bogenschützen vor! So. Ja, nicht ganz gut. So, und jetzt den neuen Bogen ausprobieren. Komm her, dann trete ich dich vom Boot. Ja, sofern das geht. Da ist auch noch eine. Was? Ich kann meine eigenen Leute angreifen. Friendly Fire, okay. Bisschen komisch. Warum soll ich denn meine eigenen Leute angreifen? Das verstehe ich nicht. Naja. Das ist echt komisch. Nee, ich will nicht reden. Thank you.
So, ein Schiff noch. Wo steht es denn? Vorwärts! Er ist ja schon gesunken. Das könnte natürlich auch sein. Jo, gut. Dann ging es wohl unter. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Langsamer! Wir sind auch am Wind! Dann mal volle Pulle dahin. Und wir haben Kopfgeld, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil wir auf dem Meer sind. Schiff anlegen! Gut, das haben wir mal erledigt. Der Hafen ist frei. Wir müssen weg hier, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit, Timo. Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Cassandra, auf ein Wort. Stimmt etwas nicht? Abgesehen von den Angriffen auf meine Insel und dem Kult? Nein, aber wir müssen reden. Na dann. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König? Weiß Aspasia schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide. Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Immerhin stellen wir uns ihnen gemeinsam. Ja. Für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deinem Bruder. Wir finden ihn. Triff mich, wenn du bereit bist. Können wir nun ablegen? Wohin? Wir zerstören die Flotte von Paros ein für alle Mal. Nur dann ist Naxos in Sicherheit und wir können es verlassen. Gut. Ich bin bereit. Machen wir. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihm. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. Gut, dann ab aufs Schiff. Und los zur nächsten Aufgabe, die wir aber erst in der nächsten Folge erleben werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch mal eure Meinung da. Wir würden gerne interessieren, was wir würden gerne wissen, was euch stört, was ihr gut findet, was man vielleicht irgendwie noch ändern könnte. Jo, alles was euch einfällt, einfach mal in die Kommentare. Und wir werden uns natürlich den Kommentaren annehmen und dementsprechend darauf antworten. Und damit, jo. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal.